So. Es wird zum ersten Mal richtig laut, richtig intensiv hier in der Kreissporthalle Lübbecke. Anpfiff zum ersten Spiel unserer Mühlenkreisauswahl. Und es geht gegen keinen geringeren als den Titelverteidiger, den FSV Mainz 05. Die erste Visitenkarte unserer regionalen Auswahl. Wir sind saugespannt auf den Auftritt. Mainz 05, letztes Jahr zweimal gleich Gegner der Mühlis. Einmal in der Vorrunde und dann im Achtelfinale. Beide Spiele konnten die Mainzer für sich entscheiden. Tasso Keller, Trainer der Mühlis, hat gesagt, jetzt im dritten Spiel, jetzt wollen wir sie schlagen. Also mutige Aussagen. Wir haben auch viele Zuschauer aus ganz Deutschland von den Vereinen, die hier dabei sind. Deswegen kurz zur Erklärung. Die Mühlenkreisauswahl stellt sich zusammen aus zwei Fußballkreisen, dem Fußballkreis Lübbecke und dem Fußballkreis Minden. Eine regionale Auswahl für dieses Turnier. Für die Jungs hier natürlich ein absolutes Highlight. Und hier die erste Einzelaktion. Starke Aktion und sehr gut gehalten von Elias Grote. Torwart der Jugendspielgemeinschaft Lübecker Land. Einzig nominierter Torhüter im Kader der Mühlis. Kommen wir gleich aber nochmal drauf. Nächste Aktion der Mainzer. Ball geht gegen die Bande. Ja, die Mühlenkreisauswahl, sie spielen Bezirksliga überwiegend. Und dann haben wir den ersten Treffer im Wechsel. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das alles so korrekt lief, weil nämlich eigentlich ein Blockwechsel da war. Und zwei, drei Mainzer schon auf der Platte standen, ein paar drauf blieben. Sehr undurchsichtig die Situation und natürlich extrem unglücklich. Auch die Mühlis wechselten gerade. Auf jeden Fall bitterer Rückstand. Da haben wir den Schiedsrichter der Partie, David Jackson vom TuS Eintracht Hornheide. 26 Jahre jung. So, Freistoß Mühlis, 4 Sekunden laufen ab jetzt. Gut gespielt. Vincent Schulz verpasst nach Freistoß von David Stinger. So, Grote. Im Tor der Mühlis ist das Aufbauspiel mit einbezogen. Hat auch fußballerisch gute Qualitäten. Stark behauptet. Ist Abschlussmöglichkeit. Für Vincent Schulz, verfolgt jetzt schon wieder Toni Hadelt. Genti Morina im Tor der Mainzer mit diesem Versuch. So, Grote. Aufbauspiel der Mühlis, wir sehen es, Keeper und Aufbauspieler. Und dann versuchen sie drei Zielspieler davor aufzubauen. Der Ball, Mainz wird körperlich sehr präsent. Jetzt der Ball gewinnen. Abschlussmöglichkeit. Das war Moritz Brinkmann. Vom SVKT Minden 07. Auch in der Bezirksliga aktiv. Also, das ist das Leistungsniveau. Die Mainzer in der Regionalliga, das heißt in der höchsten U16-Spielklasse. In der zweiten Liga für B-Jugendmannschaften aktiv. Die U17 von Mainz in der Bundesliga und eben die U16 von Mainz in der Regionalliga. Dort Tabellenvierter. Spielen eine gute Saison, die Mainzer. Distanzversuch. Und nun Wechsel
bei den Mühlis. Trainerteam der Mühlis, Tasso Keller und Ronny Vogt. Abschlussversuch jetzt. Gute Möglichkeit nach diesem langen Ball von Tomke Mikita. Von den freien Turnern aus Dützen. Also Mühlis haben Abschlüsse, noch nicht so klar. Aber sie sind mutig. Sie kommen in Offensivaktion. Das ist ein sehr ordentlicher Auftritt. Sie müssen enorm viel aufwenden, denn Mainz körperlich stark. Und das war eine tolle Einzelaktion. Das war sehr stark gemacht. 2-0. Torschütze Paul Hanfland. Wir sehen das jetzt hier an der Bande. Starke Ballbehandlung und dann ganz überlegt. 2-0, Mainz 05. Der Titelverteidiger. Auch in dieser Saison wieder stark. Einer der Mitfavoriten. Gab letzte Woche ein U16-Turnier in Dettelbach, der Norit Cup. Ist immer eine Woche vom Freeway Cup. Auch da standen die Mainzer wieder im Endspiel, verloren dann mit 1-3 gegen Leipzig. Die Partie sehen wir auch noch in dieser Vorrunde. Und jetzt gibt es ein bisschen mentale Unterstützung hier von der Tribüne. So, Ballgewinn jetzt, Überzahlsituation. Wenn er den Ball gut kontrolliert bekommt, dann ist er passschlampig. Und das sind die wichtigen Momente nach Ballgewinn. Da muss es schnell und vor allem zielstrebig gehen. Da haben sie den Moment etwas verpasst. So, klasse rübergespielt, eiskalt ausgenutzt. Die Situation 3-0, Mainz 05. Torschütze Finn Hilbrunner. Also deutliche Führung für Mainz 05. Und vorausgegangen eben diese Überzahlsituation. Das sind dann eben die Unterschiede. Wenn sie das durchgespielt bekommen, zumindest in einem Angriff. Mit drei Leuten vorne laufen sie nicht in diese Kontergefahr, die wir gerade gesehen haben. Aber es ist das erste Spiel, es ist der erste Auftritt, es ist das erste Reinschnuppern hier in Lübbecke. Gegen, wie gesagt, eine starke Mannschaft. Guter Zweikampf hier, Grote über die Bande. Vorher Noah Grotemeier da im Duell und jetzt Elias Grote. So, langer Ball. Gibt zwar die Möglichkeit. Gute Aktion. Wäre Felix Röckemann fast an den Ball gekommen. Da der Zugriff immer wichtig. Gut gemacht jetzt. So, Überzahl, aber schwierig, weil der Druck hoch war. Freistoß im 1-5. Also am Ball. Tasso Keller jetzt, das sehen wir hier mit einer taktischen Option. Das hat er auch schon angekündigt. David Hajduk, auch Kapitän der Mühlis. Soll ein guter Aufbauspieler sein. Hier hält er den Ball. Tasso Keller wollte so viele Feldspieler wie möglich im Kader haben, um noch flexibler reagieren zu können. Jetzt der Ballverlust, der könnte wehtun. Stark wiedergeholt. Moritz Brinkmann, ganz stark. Also, Tasso Keller wollte mehr taktische Optionen haben, mehr Möglichkeiten haben. Deswegen hat man auf einen zweiten Torwart im Kader verzichtet und stellt, wie jetzt hier zu sehen, Hajduk ins Tor. Ist eigentlich eher am Ball gedacht, aber sie ziehen es jetzt auch hier durch. Stark hier mit der Fußabwehr. Also, zweimal schon in Aktion. Und das gibt Freistoß für die Mühlkreisauswahl nach Foul an Felix Röckemann. Wechsel. Ermahnung von David Jackson an Benjamin Drakovac. Sehen wir hier warum.
So, wie läuft es im Aufbau? Ist genau richtig jetzt auch vom Trainerteam der Mühlis, Tasso Keller und Ronny Vogt, das jetzt auszuprobieren. Abschlussversuch durch Hajduk. Es steht 0:3, sie haben jetzt die Möglichkeit für die kommenden Spiele zu testen, ein Gefühl zu bekommen. Denn die Vorbereitung auf diesem Niveau ist insofern nicht möglich. Sie können trainieren, sie können Testspiele machen, aber sie können keine Kaliber wie Mainz 05 simulieren. Und deswegen genau richtig jetzt alle Optionen schon hier aufs Parkett zu bringen. Da haben wir wieder David Hajduk vom FC Preußen Espelkamp, auch in der Bezirksliga. Preußen dort Tabellensiebter. Beste Platzierung in der Bezirksliga aller Minden- und Lübecker Vereine. Also kein Team oben dabei in der Bezirksliga. So, Foulspiel hier von Vincent Schulz. Freistoß von Toni Hartelt. Toni Hartelt hier mit der 16 übrigens im erweiterten Kreis der U16-Nationalmannschaft. Auch darauf wollen wir so ein bisschen gucken. Die U16 hat vor Turnierbeginn immer ein Trainingslager in Spanien. Auch in diesem Jahr war das so und Toni Hartelt stand auf der erweiterten Kaderliste für die Nationalmannschaft. Also auch das ein ganz spannender Spieler hier dabei. Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute wird euch präsentiert von der Vizekunde. Wieder guter Ballgewinn. Das ist jetzt auch wichtig für den Turnierverlauf. Lasse Riechmann hier eben mit dem Ball gewinnen. Dass man gute Aktionen und Momente sammelt, dass man reinkommt. Jetzt aber die Überzahlsituation für die Mainzer. Klasse ausgespielt, leicht in den Rücken. Sie treffen trotzdem. Philipp Schreiber zum 4:0. Und trotzdem ist es wichtig, dass jeder Spieler für sich gute Momente, gute Aktionen sammelt, die Brust breiter wird. Es ist nur ein Spiel. Sie wissen jetzt, wie es sich anfühlt. Sie wissen, wie es weitergeht. Die Mühlis spielen um 15 Uhr rum gegen den VfL Wolfsburg. Ihr zweites Spiel. Später heute dann noch gegen den ersten FC Köln. Oh, sie schmeißen sich rein. Hajduk wieder mit der Fußabwehr. 10 Sekunden auf der Uhr. Also Fazit, es war ein ordentlicher Auftritt gegen einen körperlich sehr starken, sehr präsenten Gegner. Hajduk hier noch mit dem Ball. 4:0 gewinnt Mainz 05.